Hallo ihr Lieben, wir sind Johanna und Markus. Wir möchten euch zeigen, was wir entdeckt haben. Den Erlebnispark Karwoche. Sieht der nicht toll aus? Kommt, wir schauen uns den mal genauer an. Hier ist die erste Station, Palmsonntag. Warum liegen hier so viele Buchsblätter und Palmzweige herum? Lassen wir es uns erzählen. Jesus war mit seinen Freunden unterwegs in die Stadt Jerusalem. Sie wollten dort ein Fest feiern, das Pascha-Fest. Bevor sie in die Stadt kamen, blieb Jesus stehen. Er sagte zu seinen Freunden: Geht voraus in das nächste Dorf. Dort werdet ihr einen Esel finden, der an einem kleinen Baum festgebunden ist. Noch nie ist jemand auf diesem Esel geritten. Bringt ihn zu mir. Auf ihm will ich in die Stadt Jerusalem reiten. Wenn euch der Besitzer des Esels fragt, warum ihr das Tier losbindet und einfach mitnehmt, dann sagt ihm, Gott der Herr braucht ihn. Zwei Freunde von Jesus gingen in das Dorf und fanden alles so, wie Jesus es gesagt hatte. Als sie den Esel sahen, wollten sie ihn losbinden. Aber da tauchte der Besitzer auf und fragte: Warum bindet ihr einfach meinen Esel los? Gott der Herr braucht ihn. Da gab der Mann ihnen den Esel. Als die Jünger den Esel zu Jesus gebracht hatten, setzte er sich darauf und ritt in die Stadt hinein. Die Menschen freuten sich auf ihn. Sie hatten Zweige von den Bäumen abgebrochen und jubelten ihm damit zu. Hosianna, Hosianna, Jesus soll unser König sein. Hosianna, Hosianna. Sie feierten Jesus wie einen König, aber sie wussten genau, Jesus ist kein normaler König. Er war nicht auf einem großen Pferd unterwegs, sondern auf einem Esel, einem Tier der armen Leute. Jesus trug keine Krone, er war arm, sein Herz aber war reich. Die Leute wussten, Jesus ist ein König des Friedens. Er will den Menschen Frieden bringen. Er liebt die Menschen über alles. Wer in der Nähe von Jesus war, spürte sofort Kraft und Mut. Und hat euch die Geschichte auch so gut gefallen? Dann können wir ja das nächste Mal zur Station Gründonnerstag gehen. Jetzt haben wir noch einen Basteltipp für euch, damit ihr mitfeiern könnt. Viel Spaß!